Die Oper, die Sie nun hören werden, ist eine der ersten Opern überhaupt. Wie alle früheren Opern spielt sie in der Welt der griechischen Mythen, in einer sagenhaften Vorzeit, in der die Götter noch Umgang mit den Menschen pflegten. Die Götter, das sind Venus, gespielt von Dorothea Regert, Apoll, gespielt von Markus Koch. Und der kleine Knabe Amor, gespielt von Bernadette König. Die Menschen, das ist die holde Daphne, gespielt ebenfalls von Bernadette König, in einer Doppelrolle, die einst auch schon Katharina Martinelli gemacht hat, die Daphne der Uraufführung im Januar 1608. Und das sind ihre Gefährten, die Hirten und Nymphen, die zu Füßen des Götterberges Olymp ein sorgloses Leben führen. Gespielt von Günter Metzger.
Anschließend die Huldigung